Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Ich habe es gestern Abend tatsächlich geschafft. Ich bin jetzt endlich YouTube-Partner. Das heißt, ich kann jetzt auch mit YouTube Geld verdienen, was auf jeden Fall sehr, sehr nice ist. Und da muss ich mich natürlich auch extrem an eurem Support gerade in den letzten 2-3 Monaten bedanken, weil das war echt extrem krass, wie viel meine Videos einfach seitdem geschaut werden. Wirklich vielen, vielen Dank. Und wenn ihr natürlich in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich das Video und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei. Und ich werde mich natürlich auch freuen, wenn ihr euren Adblocker ausschaltet, weil ich natürlich sonst keine Werbeeinnahmen von euch bekomme. Wäre auf jeden Fall ganz nice. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt den Itemshop an. Und dort haben wir heute mal wieder nichts Neues. Ich würde sagen, wir beginnen einmal wieder ganz links. Dort haben wir einmal den Siegskin, dann dazu die agilen Klingen. Als nächstes haben wir dann hier noch den Stillschweigen-Skin, dazu die stille Klingen und dann die abgenutzte schwarze Lackierung. Als nächstes haben wir dann die rote Ritterin, dann dazu die Karmesinhacke. Dann haben wir zunächst noch den Stahlsicht-Skin. Scheint etwas länger nicht mehr im Shop gewesen zu sein, weil da wieder dasteht. Wenn es sehr, sehr selten, also ein sehr, sehr seltener Skin ist, dann wird sicherlich auch im Thumbnail oder im Titel stehen. Ist ja immer so, wenn es so über 200 Tage nicht mehr im Shop war, dann schreibe ich es meistens rein. Dann haben wir zunächst die Schalenschläger-Spitzhacke, dann noch den Schalenregen-Emote. War, glaube ich, auch schon relativ lange nicht im Shop. Dann haben wir noch den Fokus-Skin, dann das Hüpflamme-Emote und dann noch den Shaolin-Setup-Emote. Das war es dann auch schon wieder mit dem Balding Shop-Video. Wie ich es ja auch gestern schon angesprochen habe, werden jetzt erstmal nicht so viele neue Skins kommen, weil die jetzt die Season nochmal verlängert wurde und die ganzen Skins eben so nochmal mehr gestreckt werden mussten. Wir haben noch ein paar Skins, die tatsächlich in den Game-Files sind, allerdings sind es, glaube ich, nur noch 2 oder 3. Das heißt, in den 9 Tagen werden wir vielleicht alle 3 Tage mal einen neuen Skin erhalten oder auch alle 4 Tage vielleicht nur. Und deshalb gibt es zurzeit immer nichts wirklich Besonderes im Shop. Ich hoffe, es hat dieses Video natürlich trotzdem gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.